Schönen Montagabend. Herzlich willkommen aus dem Landesmedienzentrum. Wir begrüßen Sie zur inzwischen 13. Corona-Expertenrunde. Heute natürlich ganz im Zeichen der Kinder-, Jugend- und Studentinnenimpfung, die in den nächsten Wochen bevorsteht. Einige haben sich ja in den vergangenen Wochen schon geimpft. Gerade zu Schulbeginn ist dieses Thema aber ein heißes Eisen. Es wird überall berichtet, es wird überall geschrieben und wir wollen Sie heute wieder mit Fakten dazu versorgen. Als erstes darf ich Sie aber auch einladen, Ihre Fragen jetzt auch noch live zu stellen. Schreiben Sie Kommentare auf Facebook, stellen Sie Ihre Fragen oder senden Sie einfach an frage@salzburg.gv.at eine Frage und wir werden Sie versuchen, hier im Studio direkt zu beantworten. Es ist uns wirklich wichtig, Sie hier schnell zu informieren, nicht nur heute, sondern wie in den vergangenen Monaten und auch in den nächsten Tagen und Wochen. Bei mir im Studio darf ich den Impfkoordinator des Landes Salzburg herzlich begrüßen, Dr. Rainer Pusch. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder gekommen sind, dass Sie sich Zeit nehmen. Es warten viele Fragen auf uns. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und jetzt, bevor wir losstarten, werfen wir gemeinsam einen Blick auf die aktuellen Zahlen. Und zwar, es geht darum, wie schnell schreitet die Impfung in Salzburg voran. Und hier sehen Sie schon einen Teil des Problems, mit dem wir derzeit zu kämpfen haben. In der Hochphase waren es fast 40.000 Impfungen, die pro Woche durchgeführt wurden im Bundesland. Und jetzt sind wir unter 5.000. Das heißt, der Impffortschritt ist wesentlich langsamer geworden. Herr Dr. Pusch, wie verzweifelt sind Sie als Impfkoordinator momentan? Die vierte Welle bricht über uns herein. Die Impfungen, die täglichen, gehen stark zurück und immer mehr junge Menschen stecken sich mit dem Virus an, kommen sogar ins Krankenhaus, vereinzelt sogar auf Intensivstation. Wir, und ich sage bewusst wir sind nicht verzweifelt in der Impforganisation, weil das für uns ein Teamwork ist und unser Interesse und unser Bestreben und unsere ganze Zeit verwenden wir dafür, um den Impffortschritt möglichst gut voranzubringen. Ich glaube, dass wir auch auf einem guten Weg dort sind mit den Impfaktionen, die wir im Lande setzen, mit den freien Impfaktionen ohne Anmeldung, beispielsweise in Salzburg im Kongresshaus, in den Impfordinationen im Lande, mit den Impfbussen, sind wir auf einem guten Weg, die Impfung wirklich niederschwellig und ohne großen Aufwand für die Menschen im Land Salzburg anzubieten. Und wir werden auch jetzt für die anstehenden Schulimpfungen ein sehr gutes Konzept haben. Ich glaube, für Verzweiflung ist keine Zeit, aber die Botschaft muss ganz klar sein, um in dieser Pandemie voranzukommen und die Pandemie zu bewältigen, muss die Impfquote weiter steigen. Sie haben schon angesprochen, das Land setzt seit einigen Wochen auf die offenen Impfungen ohne Termin. Ganz einfach hinkommen. So eine Impfung wird es morgen auch in Puch bei der Fachhochschule geben. Wie kommt man sonst als 12-Jähriger, der jetzt wieder in die Schule zurückkommt, zu seinem Impftermin? Es gibt weiterhin die Möglichkeiten, sich in der Impfstraße anzumelden bzw. in einer der Ordinationen anzumelden. In den Ordinationen geht das ganz unkompliziert mittels Anruf. Über die Impfstraße gibt es den Weg www.salzburgimpft.at bzw. über die telefonische Gesundheitsberatung 1450. Es gibt die freien Impfaktionen, wo wir mit dem Impfstoff von BioNTech, Pfizer und mit dem Impfstoff von Moderna alle über 12-Jährigen erst impfen. Also von der Seite her haben wir ein wirklich umfangreiches Angebot. Die offenen Impfaktionen sind allesamt auf der Homepage des Landes auch nachzulesen. Wir haben in allen Gauen des Landes Salzburg regelmäßig über die Woche verteilt offene Impfaktionen. Wie werden die Schulen in den nächsten Tagen ins System eingebunden? Für die Schulen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir werden eine Bedarfserhebung starten, beziehungsweise haben die heute mit dem ersten Schultag gestartet und werden mit dieser Bedarfserhebung sehr einfach anbieten, an den Schulen eine Impfaktion durchzuführen, die in der Regel wahrscheinlich mit Hilfe des Impfbusses stattfinden wird. Das machen wir ein wenig bedarfsabhängig. Wir schauen uns bis zum Donnerstag die eingemeldeten Zahlen an und werden dann am Freitag den Fahrplan für den Impfbus für das Land Salzburg festlegen. Wohin fährt der Impfbus? Wenn nur sehr wenig Anmeldungen da wären oder es eine kleine Schule ist, dann ist auch denkbar, dass man das über den niedergelassenen Bereich dann abwickelt. Das heißt konkret, die Schülerinnen und Schüler haben heute schon eine Information bzw. einen Bogen mitbekommen und müssen bis Donnerstag bekannt geben. Bis zum Donnerstag bekannt geben, ob sie im Rahmen der Schulimpfaktion geimpft werden wollen. Und dann werden wir in den nächsten Tagen organisieren, wie und wann diese Impfung an den einzelnen Schulen stattfinden kann. Und da sind wir jetzt sozusagen bei der Kernfrage schon angelangt. Man hört ja seit Monaten, eigentlich seit Beginn des Ganzen, Kinder stecken sich nicht an, später Kinder erkranken nicht an Covid-19.
Warum sollte sich ein Kind oder ein Student derzeit impfen lassen? Ich glaube, das sind ganz viele Mythen im Raum, die man vielleicht auch ausräumen muss. Kinder stecken sich nicht seltener an als Erwachsene. Auch Jugendliche und junge Erwachsene stecken sich nicht seltener an als ältere Mitbürger. Und von der Seite her ist es ganz wichtig zu betonen, Ansteckung bewegt sich in einem gleichen Rahmen. Die Erkrankung verläuft bei jungen Menschen häufig nicht so schwer wie bei den älteren Menschen. Aber auch bei den jungen Menschen haben wir sehr schwere Krankheitsverläufe mit Intensivstationsaufenthalt, mit Beatmungspflichtigkeit, mit langen Verläufen, mit Long-Covid-Syndromen, von denen wir bis zum heutigen Tag nicht wissen, ob die irgendwann ein Ende finden, ob diese Symptome irgendwann ein Ende finden oder ob die vielleicht die Menschen, die darunter leiden, lebenslang begleiten werden. Und wir sprechen immerhin auch bei den jungen Menschen, bei den Kindern davon, dass einer von 1000 Infizierten schwer erkrankt. Und von der Seite her, glaube ich, ist das ein gutes Argument aus der Sicht des Individualschutzes, dass auch junge Menschen, Kinder und Jugendliche geimpft werden. Und Sie haben es gesagt, Kinder können die Krankheit natürlich auch weitertragen. Selbstverständlich. Das unterscheidet sich nicht von den Erwachsenen. Und die Impfung wirkt bei Kindern genau gleich wie bei Erwachsenen? Die Impfung wirkt genau gleich und genau gut wie bei den Erwachsenen, ja. Wir haben dazu eine Statistik vorbereitet, die das österreichische Rote Kreuz in den vergangenen Tagen veröffentlicht hat, wo man sehr gut sehen kann, wie die Impfung wirkt. Sie sehen die grünen Männchen Erkrankte mit vollständigem Impfschutz und die orangen Erkrankte ohne vollständigem Impfschutz. Also wer zeigt wirklich Symptome nach einer Covid-19-Erkrankung? Und hier sieht man es eindeutig, wenn man sich infiziert, dann vor allem als Nicht-Geimpfter und lebt damit um einiges gefährlicher. Vielleicht machen wir es noch konkreter. Herr Dr. Busch, wenn Sie eine 9-jährige, 10-jährige, 12-jährige Tochter hätten, würden Sie sie in den nächsten Tagen zur Schulimpfung anmelden? Meine 12-jährige Tochter wäre schon geimpft. Meine 9-jährige Tochter, die ich tatsächlich habe, ist es noch nicht. Und ich freue mich auf den Tag, wo im Herbst hoffentlich die Zulassung für den ersten Impfstoff kommt für die Kinder und Jugendlichen über 5 oder über 6 Jahre. In der Slowakei gibt es jetzt eine Zulassung für die Kinder über 5 Jahre seit gestern. Und ich glaube, dass das auch für uns noch vor Weihnachten kommen wird seitens der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Und sobald das möglich ist, wird meine 9-jährige Tochter unter den ersten sein, die geimpft werden. Vielleicht räumen wir gleich hier mit einem Mythos auf. Es kommt immer wieder auf Social Media und auf Facebook auch als Kommentar, dass diese Impfung gerade mit mRNA-Impfstoffen das Erbgut verändert. Was sagen Sie dazu? Dieser Mythos hält sich sehr hartnäckig und ist leider nicht leicht auszuräumen. Da gibt es eine Parallele in der Struktur von zwei Eiweißmolekülen, auf die diese Überlegung beruht, an der aber nichts dran ist. Und wir haben ja jetzt viele Millionen Menschen geimpft. Es gibt kaum eine Schutzimpfung, mit der so viele Menschen weltweit geimpft worden sind. Und in der Zwischenzeit, die Studien beispielsweise mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer laufen ja bereits seit Mitte 2020. Seit dieser Zeit haben sehr viele Frauen gesunde Kinder nach ihrer Impfung auf die Welt gebracht und sind nach der Impfung schwanger geworden. Und genauso viele Männer haben auch nach ihrer Impfung ein Kind gezeugt und auch die sind gesund auf die Welt gekommen. Also an diesem Argument ist überhaupt nichts dran. Leider hält sich das Gerücht sehr, sehr, sehr hartnäckig und wir sind sehr bemüht, alle miteinander das aus der Welt zu bringen. Aus der Welt zu bringen auch vielleicht das nächste Thema, und zwar es kommt von Renate Sommer. Sie hat uns per E-Mail geschrieben, ähnlich auch Helga Eder. Kann ich mein Kind, das unter 12 ist, schon impfen lassen? Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Aktuell gibt es noch keine Impfmöglichkeit für die unter 12-Jährigen, aber ich erwarte eine Zulassung des ersten Impfstoffes noch in diesem Jahr. Ich denke, dass wir vor Weihnachten die Zulassung haben werden und dann werden wir ab 5 oder ab 6 Lebensjahr impfen können. Vielleicht bleiben wir gleich bei unseren Zuseherinnen und Zusehern. Ich bekomme hier gerade die Information, dass Frau Gstrein eine Frage gestellt hat. Ich fasse sie ganz kurz zusammen. Kinder, Jugendliche können auch die Grippe erwischen. Bei Corona haben sie auch ein niedriges Risiko. Gibt es eigentlich außer den Nebenwirkungen
Nutzen für die Kinder? Also haben Sie mehr davon als Nebenwirkungen, wenn Sie sich impfen lassen? Wir haben es ja schon kurz angesprochen, aber vielleicht noch einmal. Also ein geringes Risiko gibt es in meinen Augen nicht, weil eine Erkrankung, die in jedem tausendsten Fall mit einem schweren Verlauf einhergeht, da wäre ich jetzt mit dem Ausdruck geringes Risiko sehr vorsichtig. Bei jeder anderen Erkrankung, die bei einem von 1000 Erkrankten einen schweren Verlauf hervorrufen würde, würden wir wahrscheinlich aufschreien und sagen, da muss etwas geschehen, das kann so nicht bleiben. Von der Seite her sehe ich das geringe Risiko dabei nicht. Auch für die Grippe, also für die Virusgrippe, gibt es ja die Empfehlung, aus gutem Grund die Kinder zu impfen. Von der Seite her, glaube ich, kann man die Parallele ziehen, aber die Parallele muss auch, wie bei der Virusgrippe, bei Covid-19 heißen, die Kinder sollen geimpft werden. Langsam kommt ja wieder auch die Grippesaison ins Land. Welchen Abstand sollte man eigentlich zwischen Impfungen abwarten, beziehungsweise wenn man sagt, ich lasse mich Covid impfen und Grippe impfen, wie soll man da vorgehen? Es gibt keine feste Empfehlung für einen Impfabstand, das heißt, beide Impfungen können auch gleichzeitig stattfinden, beziehungsweise in Abstand von 2 oder 4 Wochen, aber es gibt keine feste Empfehlung für einen Impfabstand. Das heißt, wer an einem Tag Covid-19 und gegen Influenza geimpft wird, passt, ist in Ordnung, darf so stattfinden. Hier auch noch eine nächste Frage, die gerade am Schirm aufblinkt. Welcher Impfstoff wird eigentlich für Kinder und Jugendliche derzeit verwendet? Für Kinder und Jugendliche sind derzeit 2 Impfstoffe zugelassen. Zum einen der Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer und der Impfstoff Spikevax von der Firma Moderna. Beide Impfstoffe sind ab dem 12. Lebensjahr zugelassen. Und dann ein nächstes Thema, das uns vor allem in den vergangenen Tagen sehr stark zu beschäftigen beginnt. Und zwar schreiben viele Seherinnen und Seher bzw. Social Media Kunden, es ist logisch, dass man viel mehr Geimpfte oder umgekehrt gesagt, es ist logisch, dass man viel mehr Ungeimpfte positiv testet, weil sich ja die Geimpften derzeit nicht testen lassen. Und somit ist es klar, dass mehr positive Ungeimpfte in der Statistik aufschlagen. Na, das stimmt so nicht, denn wir haben ja bei den Getesteten, bei den Menschen, die nicht geimpft sind, aber getestet werden, eine relativ niedrige Rate an positiven Befunden. Das heißt, da bewegen wir uns im Bereich zwischen wenigen Promille und 1%. Von der Seite her ist das keine sehr große Gruppe. Und bei den Personen mit Symptomen, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Geruchsverlust, die kommen geimpft oder ungeimpft zum Test. Von der Seite her erwischen wir die Geimpften wie die Ungeimpften. Also ganz wichtig, hier werden beide Gruppen getestet, wenn Symptome auftauchen. Genau. Und somit ist das ausgewogen. Ein weiterer Punkt, den wir immer wieder von Ihnen auf Facebook, Social Media oder auch im Internet mitgeteilt bekommen, und zwar ein Mythos, der sich auch hartnäckig hält: Frauen, die sich impfen lassen, werden unfruchtbar werden, können keine Kinder mehr bekommen. Das hält aktuell auch viele junge Frauen davon ab, sich impfen zu lassen. Auch ein Punkt, man merkt in vielen Diskussionen, dass sich Menschen wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen und gerade hier viele sozusagen hin und her gerissen sind, soll ich mich impfen lassen oder nicht, wird das auf meine Zukunft, auf meine mögliche Elternschaft Auswirkungen haben? Ich glaube, das ist ja ein wichtiges Thema, wie schon angesprochen. Das ist ein sehr sensibles und heikles Thema. Aber wir haben überhaupt gar keinen Anhalt dafür, und zwar weder bei den mRNA-Impfstoffen noch bei den Vektorimpfstoffen, dass die Fruchtbarkeit in irgendeiner Art und Weise davon beeinträchtigt ist. Ganz im Gegenteil, wir haben bei den vielen mittlerweile durchgeführten Impfungen sehr viele anschließend Frauen, die anschließend schwanger geworden sind und völlig unkompliziert ein gesundes Kind auf die Welt gebracht haben. Also an dem Gerücht ist nichts dran. Und ich glaube, es ist Aufgabe von uns seitens der Impforganisation wie auch der niedergelassenen Kollegen, dass wir diesem Gerücht ganz entschieden entgegensprechen. Wir merken das auch oft, wenn auf Social Media viele Kommentare kommen. Es beschäftigen sich die Leute schon stark damit. Wie schwer fällt es Ihnen tagtäglich sozusagen wieder von vorne zu beginnen? Man erklärt ja oft dasselbe wieder und wieder. Wie viel Verständnis haben Sie dafür noch? Ich habe da ganz viel Verständnis dafür. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich möchte eine Botschaft transportieren und die Botschaft heißt, Schutzimpfung bringt uns voran und der Weg in ein Leben ohne Pandemie
führt uns über die Schutzimpfung. Es gibt keine medizinische Maßnahme, die so viel Menschenleben gerettet hat über die letzten 200 Jahre wie die Schutzimpfung. Und das ist ein wirklich tolles Konzept und mich als Arzt fasziniert das seit Anbeginn meiner Berufstätigkeit. Und das ist eine Sache, die will ich unbedingt voranbringen und unbedingt transportieren. Das ist die tollste Sache, die erfunden worden ist. Schutzimpfung rettet Menschenleben. Das ist ein wunderbarer, schon fast Schlusssatz, aber wir sind leider noch nicht ganz so weit. Es hat uns jetzt ein Sepp Forcher geschrieben, es wird wahrscheinlich nicht der wirkliche Sepp Forcher sein, weil mit dem haben wir ein Interview gemacht und er ist klar für die Impfung. Einen Punkt möchte ich dabei herausgreifen, und zwar der User oder die Userin schreibt, es muss wieder ein wissenschaftlicher Diskurs zugelassen werden und kein politisches Hickhack. Wie erleben Sie die Situation? Wie wissenschaftlich läuft das seit 1,5 Jahren ab? Ich glaube, wir bewegen uns auf einer ganz strikten wissenschaftlichen Basis. Ich bin jede Woche zweimal in der Woche an zwei Terminen mit den Kollegen der anderen Bundesländer im Austausch. Wir haben einen direkten Zugang zum Nationalen Impfgremium und dort einen sehr guten Austausch auch mit den dortigen Mitarbeitern. Und ich glaube, dass wir uns auf einer ganz streng wissenschaftlichen Basis bewegen. Und natürlich findet ein Austausch mit der Politik und dem Gesundheitsressort statt. Das ist ja auch notwendig, das muss ja auch sein. Wir sind ja eine Einrichtung des Landes und natürlich gibt es dort einen ganz intensiven Austausch, der täglich stattfindet und auf die ganz kurze Leine sozusagen stattfindet. Das ist gut so und das soll so sein. Aber unsere, sage ich einmal, operativen Entscheidungen werden von der Politik nicht beeinflusst. Ganz ein wichtiger Punkt. Also hier steht wirklich die Sache im Vordergrund, wie Sie es schildern. Absolut. Ein nächstes Thema, das Thema Totimpfstoff. Hier gibt es immer wieder die Aussage, ich warte, bis ein, unter Anführungszeichen, klassischer Totimpfstoff auf dem Markt ist. Welche Vorteile hat das? Soll man wirklich auf so einen Impfstoff warten? Ganz wichtig vielleicht nochmal, um die Begrifflichkeiten zu klären, auch die bereits zugelassenen 4 Impfstoffe, also die beiden Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und von Johnson & Johnson und die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und von BioNTech/Pfizer sind der Definition nach Totimpfstoffe. Totimpfstoff ist jeder Impfstoff, der keinen vermehrungsfähigen Vektor benutzt. Auch bei AstraZeneca und Johnson sind die eingesetzten Vektoren nicht replikationsfähig. Also auch das sind Totimpfstoffe nach der Definition, nach der medizinischen Definition. Aber ich weiß, worauf die Frage abzielt. Es geht darum, proteinbasierte Impfstoffe oder beispielsweise inaktivierte Ganzvirusimpfstoffe da zu beleuchten. Da gibt es eine gewisse Nachfrage, das ist sicherlich so. Die Firma Novavax wird möglicherweise noch dieses Jahr einen Antrag auf Zulassung ihres proteinbasierten Impfstoffes stellen. Die Firma Valneva wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr einen Antrag stellen auf Zulassung des inaktivierten Ganzvirusimpfstoffes. Was aber ganz wichtig ist, und ich fand das sehr bemerkenswert, einer der Verantwortlichen der Firma Valneva, die eben diesen inaktivierten Ganzvirusimpfstoff entwickeln, hat sich vor kurzem in den Medien sehr klar und eindeutig geäußert und hat gesagt, niemand solle auf den Impfstoff seiner Firma warten, denn das wird noch Monate dauern und jeder Impfstoff, der heute zur Verfügung steht, ist ein guter Impfstoff und er kann allen Menschen, die sich jetzt mit dieser Entscheidung sozusagen beschäftigen, welchen Impfstoff soll ich denn wählen, soll ich auf einen Impfstoff warten, er rät allen ganz klar, jeden Impfstoff zu nehmen, den man bekommen kann, und dem Rat kann ich mich nur zu 100% anschließen. Also wirklich, es ist besser, sich jetzt impfen zu lassen, als lange zu warten auf eine Impfung. Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, wann es kommt. Wir haben beim Impfstoff der Firma CureVac, in den wir durchaus große Hoffnungen gesetzt haben, festgestellt oder feststellen müssen, dass die wissenschaftlichen Daten leider nicht ausreichen, um den Impfstoff sinnvoll zu verwenden. Und wir wissen nicht, was die aktuell in Entwicklung befindlichen Impfstoffe uns dazu für eine Aussage geben werden, ob das ein Konzept ist, auf das wir in Zukunft setzen können. Da sind wir gleich beim nächsten Thema, Zukunft. Viele schreiben auch immer wieder und auch im Gespräch kommen die Argumente, man fürchtet sich vor Langzeitfolgen, Folgen, die in 15 Jahren auftauchen. Was kann man hier allgemein dazu sagen? Das ist nicht zu erwarten. Bei den Impfungen, und wie gesagt, wir reden von einem Konzept, das die Medizin seit über 200 Jahren begleitet. Bei den Schutzimpfungen wissen wir, Nebenwirkungen treten innerhalb von wenigen Stunden, Tagen oder Wochen, maximal Monaten auf. Danach
kommt so gesehen nichts mehr, weil danach kein Mechanismus mehr im Gang ist, der in irgendeiner Art und Weise eine Nebenwirkung produzieren kann. Also was nach ein paar Monaten nicht da ist, das kommt auch nicht mehr. Das kann man aus der Erfahrung her sagen. Und wir haben mittlerweile seit fast einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr Erfahrung mit den Impfstoffen, tatsächlich schon weit über ein Jahr, weil die ersten Studien zu den momentan zugelassenen Impfstoffen ja bereits seit Sommer 2020 laufen. Also wir überblicken mehr als ein Jahr Covid-19-Impfung und haben keine schwerwiegenden Nebenwirkungen nach dem einen Jahr gesehen und erwarten diese auch nicht. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass in 10, 15 Jahren auf einmal Langzeitfolgen auftauchen. Ganz unwahrscheinlich. Da passt auch noch einmal eine Frage dazu, und zwar Katharina Turner schreibt, wir haben schon diskutiert, wie sieht es mit der Risiko-Nutzen-Abwägung bei Kindern in Bezug auf die Impfung aus? Also hier vielleicht auch noch einmal ganz klar, haben Kinder ein größeres Risiko als Erwachsene, wenn sie sich impfen lassen? Kinder haben ein kleineres Risiko, schwer zu erkranken, aber die Impfung selbst, die Schutzimpfung, die Covid-19-Schutzimpfung, ist für die Erwachsenen wie für die Kinder nach allem, was wir heute sagen können. Und wir haben da ja wirklich Erfahrung, auch bei den Kindern schon viele Hunderttausende geimpfte Kinder. Das geht in die Millionen, wenn man die USA und Israel mit hineinbezieht, die über 12-jährig, was die über 12-Jährigen angeht. Diese Jugendlichen und Kinder haben kein erhöhtes Risiko für Impfkomplikationen, Impfreaktionen, Nebenwirkungen. Also ganz klar die Empfehlung, sich impfen zu lassen. Und jetzt erreicht uns gerade eine spannende Diskussion. Und zwar, es gibt so etwas wie Masernpartys, wo man Kinder hinbringt und in der Hoffnung, dass sie sich für Masern anstecken oder andere Kinderkrankheiten. Wäre das nicht auch ein Weg, um Kinder immun sozusagen gegen das Coronavirus zu machen? Naja, mit dem Risiko, dass eben jedes tausendste Kind aktuell, das so eine Party besucht, einen schweren Krankheitsverlauf hat. Ich würde meine Kinder, und ich habe zwei zum Glück gesunde Kinder, ich würde meine Kinder dort auf gar keinen Fall hinschicken. Also hier der klare Punkt sozusagen, Hände weg von solchen Partys, wie sie hier im Kanal gerade beschrieben werden. Auch die Masernparty ist keine gute Idee. Ein wichtiger Hinweis noch. Gehen wir vielleicht wieder zurück zur Covid-19-Thematik. Jetzt gibt es viele, die inzwischen Antikörper haben und sagen, ich habe Antikörper, warum soll ich mich impfen lassen? Wir wissen, dass viele Menschen die Erkrankung durchgemacht haben, ohne schwere Symptome zu haben. Wir wissen aber nicht, welcher Antikörperspiegel in irgendeiner Art und Weise ein Schutzkorrelat darstellt. Also das heißt, wir wissen nicht, wie viele Antikörper wirken, wie lange protektiv gegen eine Covid-19-Reinfektion, also eine neuerliche Infektion mit Covid-19. Was wir wissen ist, dass Menschen auch nach einer Infektion, nach einer Impfung, einen deutlich besseren Immunschutz haben, als wenn sie nicht geimpft sind. Immunschutz, wenn der nicht ausreicht, wir haben schon gesagt, wenn man infiziert ist, kommt man mitunter ins Krankenhaus, und darum geht es bei der nächsten Frage. Warum wird die Auslastung der Intensivstationen jetzt ins Zentrum der Überlegungen gestellt? All die Überlegungen, die wir zum Thema Covid-19-Pandemie führen, gehen ja dorthin, dass wir eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden wollen. Wir haben alle noch die schrecklichen Bilder aus Bergamo vor Augen, die uns im letzten Jahr gezeigt haben, wie viele Dutzende Menschen mit Militärfahrzeugen, viele Verstorbene mit Militärfahrzeugen abtransportiert werden. Ich glaube, diese Bilder sitzen uns allen noch in den Knochen. Und wir haben nun mal ein Gesundheitssystem, das sehr leistungsfähig ist und sehr hohe Kapazität hat. Aber auch das wird die Pandemie, wenn die in völlig ungezügelter Art und Weise durch unser Land läuft, wird das Gesundheitssystem an den Rand kommen. Und der Belag der Intensivstation ist, glaube ich, ein sehr guter Indikator dafür, um abschätzen zu können, wie sich es um die Gesamtkapazität unserer Spitäler handelt, wie es da bestellt ist. Wir haben das ja auch in den vergangenen Wellen schon erlebt, dass Operationen verschoben werden mussten und dass dann wirklich auch das Auswirkungen auf viele andere Bereiche hatte. Genau, und ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig. Auch die Menschen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, haben natürlich ein Recht, in einem Spital adäquat behandelt zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich auch
Routineoperationen stattfinden, dass auch Patienten mit Tumorerkrankungen adäquat behandelt werden, dass sie behandelt werden, wenn sie mit ihrem Herzinfarkt oder mit ihrem Schlaganfall ins Krankenhaus kommen und nicht darauf warten müssen, bis alle Covid-Patienten behandelt sind. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Leistungsfähigkeit, die hohe Leistungsfähigkeit des österreichischen Gesundheitswesens als solche auch erhalten. Ein nächster Punkt, der gerade hereinkommt, ist: Was ist mit stillenden Frauen? Bekommen Babys Antikörper mit? Da gibt es das Konzept der stillen Feierung. Letztendlich wird auch über die Gebärmutter natürlich wird ein Antikörperschutz vermittelt. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass auch stillende Mütter eine Impfung erhalten sollen. Und dann noch eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Zahlen von Israel im Kopf haben. Die Frage ist, wieso steigt in Israel die Anzahl der Infizierten? Wir können diese Frage sonst aber auch nachliefern. Die Frage ist relativ leicht zu beantworten, aus wahrscheinlich zwei Überlegungen heraus. Zum einen haben wir in Israel einen relativ hohen Anteil, trotz der hohen Durchimpfungsquote, immer noch einen relativ hohen Anteil an Nicht-Geimpften. Die Infektionszahlen bewegen sich im Rahmen dieser Nicht-Geimpften, das ist das eine. Zum anderen, da kommen wir auf das Thema dritter Stich bzw. Auffrischungsimpfung. Israel hat sehr früh angefangen zu impfen und hat sehr früh eine relativ hohe Durchimpfungsquote geschaffen. Und wir stehen jetzt in Israel vor dem Punkt, wo wir sehen müssen, dass ein Teil der Geimpften, insbesondere die älteren Personen, möglicherweise einen bereits schon wieder nachlassenden Impfschutz haben. Das heißt, das ist genau das, was wir in Israel sehen. Und deswegen gibt es die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, alle Personen über 65, alle Bewohner in den Seniorenwohnheimen, alle Personen mit Vorerkrankung für einen hohen oder besonders hohen Krankheitsverlauf mit Covid-19 bereits nach 6 Monaten ein drittes Mal zu impfen. Bleiben wir vielleicht gleich bei der Auffrischungsimpfung. Nur noch eine kurze Info für Katharina Turner, die noch einmal schreibt, warum Kinder impfen, wenn der Krankheitsverlauf verschwindend gering ist. Diese Frage haben wir inzwischen mehrmals beantwortet und hier wird ganz klar von den Experten darauf hingewiesen, dass bei jedem tausendsten Kind das Risiko besteht, schwer zu erkranken. Und das ist ein Indikator dafür, dass man sich impfen lässt. Also wie wir es bereits mehrmals in den letzten Minuten besprochen haben, so dürfen wir diese Frage stehen lassen. Gehen wir noch einmal zurück zur Auffrischungsimpfung. Sie haben gesagt, es ist langsam oder eigentlich Schnellzeit jetzt für die Auffrischungsimpfung, wenn man 6 oder 9 Monate, je nach Impfstoff, die letzte Impfung bekommen hat. Wie wird das jetzt in Salzburg organisiert? Wir sind seit einigen Wochen mittlerweile daran, die Impfung, die dritten Impfstiche zu organisieren. Ich darf noch mal ganz kurz zusammenfassen, die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums von Mitte August lautet, dass wir folgende Personengruppen nach 6 bis 9 Monaten mit einer dritten Dosis, beziehungsweise wer mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft ist, würde ja dann eine zweite Dosis erhalten, dass also eine zusätzliche Dosis, nenne ich es mal, nach 6 bis 9 Monaten verabreicht wird. Das trifft alle Personen über 65, die Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen, alle Personen mit Vorerkrankungen, die einen besonders schweren oder schweren Krankheitsverlauf mit Covid-19 verursachen können, alle Personen, die zweimal mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden sind, alle Personen, die einmal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden sind. Stichtag ist immer das Zweitimpfdatum. Das heißt, ab dem Zweitimpfdatum laufen die 6 bis 9 Monate, die als Zeitraum für den dritten Stich angedacht sind. Alle anderen Personen, insbesondere die, die keine wesentlichen Vorerkrankungen haben, unter 65 sind, mit den Impfstoffen von BioNTech, Pfizer oder Moderna geimpft worden sind, sollen nach 9 bis 12 Monaten einen dritten Stich erhalten. Genau, also da kommt die Auffrischungsimpfung dann 9 bis 12 Monate. Also man hat fast ein Jahr Zeit, um sich sozusagen um die Auffrischung zu kümmern. In den Seniorenhäusern wird das aber jetzt wieder organisiert und da läuft bereits die Bedarfserhebung, da organisieren wir bereits jetzt die dritten Impfstiche, nachdem dort ja im Jänner und Februar geimpft worden ist. Und auch in den Spitälern bei den Hochrisikopatienten laufen bereits erste Drittimpfungen. Und man kann wahrscheinlich auch sagen, all jene, die ein wenig zweifeln, ach, soll ich mich noch ein zweites Mal impfen lassen? Hier gibt es die klare Empfehlung, dass man sozusagen zur Auffrischungsimpfung gehen soll. Das ist eine ganz klare Empfehlung. Die Empfehlung hat sich das Nationale Impfgremium sicherlich auch nicht leicht gemacht. Da hat man alle vorhandenen Daten zusammengeführt
Und da sitzen wirklich hochkarätige Experten, die sich das lange, lange überlegt haben, auch im Austausch mit den internationalen Kollegen aus Deutschland, aus Frankreich, aus England. Alle vorhandenen Daten sind dort sehr intensiv geprüft worden. Und darauf fußt diese Empfehlung für den dritten Impfstich. Auch erwarte ich, dass es seitens der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA da bald eine entsprechende Zulassung geben wird und die Gebrauchsinformationen entsprechend geändert werden. Ich sage jetzt einmal, erstmal vielen Dank. Das waren jetzt viele Fragen im Marathon sozusagen. Also wirklich von der Kinderimpfung bis sozusagen zur Auffrischungsimpfung. Auch der klare Appell dabei, sich wirklich mit der Impfung zu beschäftigen und sich impfen zu lassen. Die Frage in diesen Tagen ist natürlich oft auch, wo soll die Reise hingehen? Und hier haben wir noch eine kleine Grafik vorbereitet, die uns den aktuellen Stand zeigt, wo wir schauen, wie stehen wir in Salzburg momentan da mit der Corona-Impfung im Bundesland. Und Sie sehen es, rund 59% der Gesamtbevölkerung sind geimpft, also knapp 60% haben sich impfen lassen, gut 40% sind noch nicht geimpft. Manche werden überlegen, sich vielleicht doch einen Termin zu schnappen und zur Impfung zu gehen. Herr Dr. Pusch, wo soll die Reise hingehen? Wann werden wir diese Grafik ein wenig entspannter anschauen können? Die Vorreiter in Europa sind ja ohne Zweifel Portugal und Dänemark. Portugal hat eine Durchimpfungsquote von ca. 85%. In Dänemark liegt diese bei 80%. In den letzten Tagen ging das sehr intensiv durch die Medien. Alle Covid-19-bedingten Pandemie-Maßnahmen in Dänemark werden wegen der hohen Durchimpfungsrate von über 80% aufgehoben. Das heißt, Dänemark ist auf dem Weg in ein vielleicht nicht unbeschwertes, aber wesentlich freieres Leben, als wir das jetzt haben. Und ich bin überzeugt, dass das auch der Weg ist, den wir beschreiten sollten. Auch unser Ziel sollte bei den 80% Durchimpfungsquote liegen. Also einmal kurz sozusagen dänische Nachrichten schauen und ansehen, wie sich dort sozusagen das Leben gestaltet? Unbedingt. Zumindest in dem Punkt sollten wir uns von Dänemark etwas abschauen. Vielen Dank für diesen Ausblick jetzt noch am Schluss und vor allem, wie gesagt, noch einmal danke für die vielen Antworten im Staccato sozusagen und auch ein Danke an Sie. Sie sind ja im ganzen Land unterwegs, Sie arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen sehr engagiertes und umfangreiches Impfprogramm ab. Ich glaube, es hat über 100 Impftermine schon im ganzen Land ohne Termine gegeben und ich glaube, 100 sind oder mehr als 100 sind für September noch geplant. Genau, und wir versuchen da ein wirklich gutes Angebot zu schaffen und der Zuspruch ist wirklich sehr gut. Also es geht, vielen Dank noch einmal, es geht also wirklich darum, jetzt die Kräfte zu bündeln und sich gut zu informieren, sich zu überlegen. Und wenn Sie sich dann entschieden haben, nutzen Sie die Informationsquellen, wo kann ich mich impfen lassen, gehen Sie zu den offenen Impfterminen, melden Sie sich an. Alle Infos zum Thema finden Sie auch weiterhin unter salzburggv.at, also auf der Internetseite des Landes, natürlich auch auf der App des Landes. Also wir versuchen wirklich rundum Informationen zu liefern. Für den heutigen Abend bleibt mir nur mehr Ihnen zu Hause Danke zu sagen, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute für die nächsten Wochen zu wünschen. Die Impfung bringt mehr Sicherheit und von hier aus bleiben Sie gesund.